Sie waren 3 Wochen in Haiti, sind vor 2 Tagen zurückgekommen. Wie geht's Ihnen? Ja, wie geht's mir? Gute Frage. Solange man dort ist, solange ich dort war, hat man eine ganz bestimmte Aufgabe. Man muss als Arzt dort, jedenfalls war das meine Aufgabe, etwas für die Menschen erbringen, versorgen, behandeln, diagnostizieren. Und jetzt bin ich einfach in der Phase, mit dieser räumlichen Distanz kommt das, was ich erlebt habe, natürlich auch dichter an mich heran. Jetzt kann ich es auch mehr an mich heranlassen, weil ich halt jetzt auch dann einfach darüber in Ruhe nachdenken kann, abschalten kann, mich zurückziehen kann. All das war dort nicht möglich. Können Sie mir erzählen, wie Ihre Arbeit aussah und unter welchen Arbeitsbedingungen Sie auch Menschen versorgt haben? Ja, also am Anfang wussten wir ja auch nicht so, was kommt auf uns zu. Ich bin jetzt von meiner Qualifikation Allgemeinmediziner, Notfallmediziner. Ich war jetzt schon öfters mit Humedica unterwegs in Sri Lanka nach dem Tsunami, in Afghanistan, in Angola, in Liberia. Hatte bestimmte Vorstellungen schon, aber der erste Standort war in der Hauptstadt, in Port-au-Prince. Und in einem Krankenhaus, Espoir, das die Klinik der Hoffnung. Es war früher eine Kinderklinik, die aber jetzt umfunktioniert wurde, als unfallchirurgische Klinik. Und wir kamen dorthin, es waren schon viele Menschen versorgt, mit Beinbrüchen, mit Armbrüchen, mit großen Wunden. Das musste aber noch weiter geführt werden. Durch Fehlstellungen bei den Bruchenden musste oft ein sogenannter Fixateur extern angebracht werden. Das ist, wenn man in den Knochen Schrauben bohrt, dann diese Schrauben miteinander durch ein Metallgestänge verbindet, sodass der Knochen wieder gerad steht und so auch wieder verwachsen kann, dass es nicht zu Fehlstellungen kommt, damit man dann auch das Bein, den Arm wieder normal bewegen kann. Und für dieses Verfahren muss man natürlich den Patient narkotisieren. Wir hatten keinen Anästhesist und dann hatte ich so die Aufgabe, jetzt die Narkose durchzuführen, was nicht unbedingt meine Routinetätigkeit auch als Notarzt ist. Es gibt eine besondere Form, eine sogenannte Ketamin-Dormicum-Narkose. Das eine Medikament sediert den Patienten, das andere nimmt ihm die Schmerzen. Wir hatten kein Beatmungsgerät, keine Möglichkeit, jemanden zu intubieren, das heißt, ihn dann zu beatmen. Das Einzige war so ein Beutel, wo man jemanden beatmen kann. Und das war natürlich schon eine Herausforderung. Ich denke, man muss natürlich auch immer dort, das ist mir auch wichtig, das nochmal zu betonen, sehr verantwortungsbewusst umgehen. Was ich meine ist, wir müssen versuchen, die Standards, die wir hier gelehrt bekommen haben und praktizieren, auch dort umzusetzen. Es kann nicht sein, dass wir sagen, naja, hier verzichten wir mal auf steriles Handeln und das und das. Nee. Aber es ist natürlich, manchmal ist die Situation so, wenn Sie jetzt nicht tätig werden, dann ist das gefährlich für den Patienten und dann müssen Sie Kompromisse eingehen. Und das war auch für mich so eine Gratwanderung, das zu tun. Und das war so die erste Woche, dass wir hier Menschen versorgt haben. Auch noch Amputationen mussten noch durchgeführt werden. Und das alles mit so einer Form der Narkose ist natürlich nicht so einfach. Das war alles eine Herausforderung, aber das ging ganz gut. Und die 2 weiteren Wochen war ich, wie gesagt, dann außerhalb in Ligane. Das ist eine Stadt, die 60 Kilometer entfernt ist, die auch näher an dem Epizentrum lag. Wir haben auch 2 Nachbeben gehabt. Das ist auch dann, wenn Sie nachts um 2 Uhr aufwachen, träume ich, ja, da ist das Realität und alles wackelt. Und Sie sind jetzt gerade so auf dem Sprung schnell raus hier. Die meiste Zeit haben wir im Freien übernachtet. Aber in Leogan haben wir uns dann entschieden, nicht im Freien zu übernachten, zumal es dort auch Vogelspinnen gab, große. Und dann haben wir gesagt, gut, dann gehen wir in ein Gebäude, das war, hat uns ein Architekt auch erklärt. Also wenn hier nochmal ein Beben kommt, dann fällt die Wand zuerst so. Und dann haben wir uns so platziert, dass nicht gerade die Wand auf uns fällt. Also das ist alles dann schon halt, muss man sehen, wie man unter solchen Bedingungen klarkommt. Und dort haben wir dann Menschen aus diesen Zeltstätten versorgt. Und wir sind dann mit einer mobilen Klinik hinausgefahren, noch mehr ins Landesinnere,
Und dort waren halt auch Patienten, die seit dem Unglück keinen Arzt gesehen hatten. Die haben wir dann auch versorgt, die Wunden versorgt oder auch die Erkrankungen, die dann natürlich auch verstärkt entstehen, wenn ich irgendwo unterm Zelt nur lebe und keine wirklich gute Trinkwasserversorgung habe, nicht genug Lebensmittel. Zum Teil, also ganz extrem war an einem Tag, dann habe ich wahrscheinlich über 100 Patienten gesehen. Das ist natürlich auch immer grenzwertig. Sie wollen halt versuchen, viele Menschen zu behandeln, um gerade auch die schwereren Fälle zu erkennen und dann eine richtige medizinische Versorgung praktizieren zu können. Aber dadurch werden sie auch nicht jedem gerecht. Ja. Und darunter leidet natürlich auch die Beziehung. Sie haben eben keine Möglichkeit, dann noch näher auf den Menschen einzugehen. Das ist so ein Defizit, das ich so erlebt habe, und das liegt mir nicht unbedingt, ja, so eine Fließbandabfertigung, aber die Situation, denke ich, hat es jetzt einfach mal notwendig gemacht. Aber ich wünsche den Menschen, dass sie schon noch mehr andere Menschen treffen, die Zeit haben, die ihnen mehr Zeit schenken des Zuhörens. Weil das Bedürfnis habe ich schon gemerkt, wenn man dann ein bisschen nachgefragt hat, dass dann oft sehr viel kam an Berichterstattung über das Geschehene. Aber dafür war zu wenig Zeit. Das ist schade. Ja. Mhm. Die Kooperation mit den NGOs läuft sehr gut. Also wir waren in der Hauptstadt, in Port-au-Prince, haben wir oft mit US-amerikanischen Institutionen kooperiert. Wir hatten einen kanadischen Internisten, einen Kinderarzt aus den USA. Also das läuft sehr gut. In Leogane auf dem Land haben wir mit einer kubanischen Organisation kooperiert, auch mit anderen Deutschen. NAVIS ist auch eine sehr engagierte Organisation. Und selbst mit dem Militär. Ja, also das hat mich auch beeindruckt, dass auch die Kooperation mit dem Militär sehr, sehr gut war. Kritik von mir ist, dass gerade scheinbar aus den USA sehr spontan Menschen entscheiden, dorthin zu fahren, ohne Anbindung an eine größere Organisation, ohne logistisch sich vorher Gedanken zu machen, wo komme ich hin, was habe ich überhaupt für Ressourcen. Und dann hat man manchmal auch den Eindruck, das ist dann wieder fast so was wie Katastrophentourismus. Ich fliege mal schnell nach Haiti, guck, was ich dort machen kann, und bin da ein paar Tage. Ja, Erwachsene, die dann spontan zu uns ins Krankenhaus kamen, gesagt haben, was können wir hier tun? Und wir, erstens hätten wir gern vorher gewusst, ob ihr kommt. Wie lang könnt ihr denn da sein? Naja, heute, aber ob wir morgen noch da sind, da haben wir gesagt, das geht nicht. Wir müssen ja planen, wir müssen ja hier Kontinuität der Versorgung aufbauen. Dann haben wir sie gebeten, doch die Patienten zu mobilisieren mit ihren verschiedenen Verletzungen, dass sie nicht nur in den Zelten liegen, sondern natürlich auch wieder aufstehen. Ja, das war ihnen nicht heroisch genug, so ungefähr. Ja, viele wollen dann dahin und Leben retten, und dann ist sowas zu banal und erfahren. Aber im Großen und Ganzen, die wirklich etablierten NGOs, Hilfsorganisationen, die kooperieren sehr gut. Es fließen jetzt Millionen oder gar Milliarden nach Haiti? Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man bekannten Organisationen Geld gibt. Wir versuchen ja auch, ich war für Homedica dort, dann mit Institutionen vor Ort, soweit die noch existent sind. Es sind ja Hunderttausende, man nimmt an, dass wahrscheinlich 200.000 Menschen gestorben sind. Ja, also die ganze Infrastruktur von Firmen, von dort tätigen Organisationen ist natürlich auch zerstört. Aber wichtig ist es, dass man auch da wieder hilft, dass landeseigene Organisationen aufgebaut werden, dass man sich früh vernetzt und dass diese Spenden auch genutzt werden, um hier wieder eine Infrastruktur der Versorgung aufzubauen. Es kann nicht sein, dass so ein Land ewig davon abhängig ist, dass ausländische Institutionen dort aktiv sind.
Und da muss, glaube ich, genau auch hingeschaut werden. Wir haben ja so ein bisschen das Problem, dass Entwicklungshilfe in Deutschland auch manchmal so aussieht, dass deutsche Firmen das Geld bekommen, um dann in Afrika, in Südamerika oder sonst wo irgendetwas aufzubauen. Nein, das Geld muss natürlich in Firmen in diesem Land fließen, dass dort Strukturen wieder aufgebaut werden, dass dort eine Firma sich um den Neuaufbau, um das Abtragen von Trümmern, um Gesundheitsversorgung kümmern kann. Also da muss man, glaube ich, immer kritisch schauen, was wird jetzt wirklich nachhaltig investiert, dass dieses Land autonom wird und dass das Geld auch wirklich in die Stärkung dieses Landes fließt.